queer, oder? Ja, natürlich. Dankeschön. Danke. Gerne, gerne. Ich lade dich ein, auf jeden Fall. Komm. Ja. Hallo Leute und willkommen bei Team Smolik. Mein Name ist Michael Smolik. Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, einmal hier. Wir haben heute ein ganz spezielles Video für euch am Start. Ich habe mir überlegt, ich tue mal was für meine Fans, für meine wahren Fans, nicht für die Heuchler-Fans, die nur auf dem Siegertrip sind. Fake-Freundschaften. Sondern die, die immer hinter mir stehen. Wir sind jetzt hier gleich in Frankfurt. Die Fans wissen, dass ich Five Guys liebe. Wer Five Guys nicht kennt, soll das unbedingt mal googeln. Ich verlinke es euch mal hier unten. Und ich habe mir gedacht, ich lade 5 Fans ein. Zum Burger essen. Ich werde jetzt gleich eine Story raushauen, dass ihr auch seht, dass ich hier keinen Scheiß laber. Jo Leute, hier nebenbei drehe ich gerade einen Vlog für meinen YouTube-Channel. Um 19.30 Uhr, Frankfurt, Five Guys, hier oben die Örtlichkeit, lade ich die ersten 5 Fans zum Burger essen ein. Kommt vorbei, ich freue mich sehr. So, jetzt lade ich es hoch. Hier der Beweis, senden, teilen, fertig, Story, zack, wird jetzt gepostet und ist dann online und mal sehen, wie viel dann kommen. Ja Bro, die Frage ist, ob überhaupt 5 kommen bei einer Zeitspanne von 30 Minuten. Ja. Und ich glaube, bei deiner Reichweite 5 Leute kriegst du auf jeden Fall hin. Ja, wir können ja auch mal schauen, dass wir das nächste Mal, das war jetzt eine Spontanaktion, das nächste Mal das irgendwie früher ankündigen. Eine halbe Stunde ist schon sehr knapp. Und da haben natürlich jetzt nur die Fans aus Frankfurt eine Chance. Solltet ihr Bock drauf haben, dass wir das mal irgendwie in einer anderen Stadt bringen oder so, in eurer Stadt, kommentiert es mal in den Kommentaren. Kommen wir gerne auch mal vorbei, bringen auch mal so eine Aktion bei euch. Man muss dazu sagen, Michi kann natürlich jetzt nicht jeden einladen. Sondern das wäre mehr so eine spontane Aktion, ein bisschen mit den Leuten chillen, ein paar Fans kennenlernen. Und wie Michi gesagt hat, wenn ihr da Bock drauf habt, dann wiederholen wir das auch gerne mal in einer anderen Stadt. Alles klar? Ja, bitte. Wollt ihr was essen, Jungs? Was wollt ihr denn? Milchshake. Ja, kommt, Jungs, kommt. Oh, hier, oder? Ja, natürlich. Dankeschön. Danke. Gerne, gerne. 17,80. Danke. Dankeschön. Gerne, gerne. Ganz kurz, mein Freund grüßt. Wie heißt du denn? Gabriel. Hey, Gabriel, was geht ab? Hier ist Michael Smolik. Ich grüße dich. Sahne ist auch nicht gut. Oreo Shake ist okay, aber Sahne ist nicht gut. Sehr geil, Jungs. Dankeschön, Dankeschön. Ja, gerne, 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 gerne. Aber ihr müsst mich einmal probieren lassen und sehen, ob Oreo echt so geil ist. Pervers. Ist geil. 12 Sekunden später. Du hast meine Story gesehen? Ja, genau. Wir hatten zwar schon ein paar Fans da, aber ich lade dich auch gerne ein. Hallo, hi. Ja, wir haben schon gedacht, es war so ein kurzer Zeitabschnitt. Sag ihm, woher wir gekommen sind. Ja, wir sind jetzt hier aus, ich komme nicht aus der Ecke, aber ich habe die Story zu spät entdeckt. Ein Freund hat mir die geschickt und hat gesagt, komm, wir fahren hin. Echt jetzt? Ich lade dich ein, auf jeden Fall, komm. Ich würde lieber Milchshake. Milchshake, Milchshake ist geil hier. Ja? Ja, ja. Das macht das Auge. Ah, schon wieder besser. Ein bisschen besser. Ein bisschen besser. Ich habe eigentlich gedacht, ich gesehen, dass der so gemacht hat, dann dachte ich, okay. Ich auch. Wir sagen auch viele, dass er hätte in der ersten Runde rausgenommen werden müssen, aber wurde er nicht. Ich hätte es auch besser machen können. Fertig, beim Rückkampf wird es besser gemacht, Punkt. Wir mögen halt Five Guys und so, und das war dann so eine spontane Idee auf jeden Fall. Vanille. Was wollt ihr, Vanille? Ja. Ich glaube, Erdbeer auch noch, oder? Das macht 17,80 €. Bitteschön. Aber nee, Kinder nicht. Also ich mag Kinder, aber es wird bei mir gerade gar nicht reinpassen. Also funktioniert bei mir gerade nicht. Aber man passt schon mal. Bitte? Wann wird es denn passen? Weiß ich nicht. Eben. Weiß ich nicht. Aber guck mal, ich könnte gerade momentan nicht für die da sein. Ich bin nur unterwegs und so. Was willst du dem Kind geben? Der braucht seinen Vater. Ich bin halt nicht da, weißt du? Also, auch scheiße, ja, ja. Nee, ich hab mich sehr gefreut, auf jeden Fall. Cool, dass du extra kommst. Danke komm her. Für den Milchshake. Sehr gerne. Ja. Viel Erfolg bei der Vorbereitung. Dankeschön. Ich komme auf jeden Fall. Dankeschön. Freut mich sehr. Sehr gut.
vertraut keinen Scheiß. Nein, nein. Bleib dran, ja? Cool, solche Fans zu haben, auf jeden Fall. Ah, so, Leute. Das war ein voller Erfolg, würde ich mal sagen. Obwohl wir nur 30 Minuten angekündigt hatten, sind doch einige gekommen. Und was mich sehr erstaunt hat, viele sind tatsächlich nur gekommen, um mich zu sehen. Die wollten gar nicht eingeladen werden. Und wenn, dann war es ein Milchshake oder einfach nur mit mir zu reden oder Bilder. Ich habe sehr korrekte Fans. Ich habe viele junge Fans, aber auch hier, wie man jetzt zum Schluss gesehen hat, auch erwachsene Fans. Und ich sage euch ehrlich, ich habe lieber solche Fans. Ich habe lieber auch Kinderfans und Fans, die nur mit mir sein wollen und mich sehen wollen, als Fans, die vorm PC sitzen und sich einwedeln, wenn ich mal gewinne. Ja? Und wenn ich mal verliere, dann bin ich gleich der Schlimmste. Also in diesem Sinne, an alle realen Fans da draußen, an die Community, vielen Dank, dass ich euch habe. Durch solche Aktionen zeige ich euch, dass ich euch sehr, sehr ernst nehme, sehr gern habe. Und vielleicht komme ich ja mal in eure Stadt. Wenn ihr Bock drauf habt, kommentiert es in den Kommentaren. Soll nicht die letzte Aktion von mir gewesen sein. Das war Michael Smolik, wie gesagt, Instagram hier unten verlinkt. Dann werdet ihr auch solche Sachen hier mal miterleben, weil das kündige ich auf Instagram Stories an und nicht irgendwo anders. Checkt das aus, wir sehen uns in den nächsten Videos. Das war euer Michael Smolik.